die Verliese und die Drachen. Dieses mysteriöse Hobby, von dem dir dieser eine Freund immer wieder erzählt, aber wenn du da mal mitspielen willst, sind alle seine Gruppen voll. Also setzt du dich naiv vor deinen eigenen Rechner und googelst einfach mal, wie schwer kann das schon sein? 45 Bücher! Ach, nur aus der 5. Edition. Und das ist der Moment, an dem die meisten Leute dann aufgeben. Keine Sorge, zukünftige Abenteurer, wir sind für euch da. Ich bin Fabius, der Spielleiter von Against the Odds, und heute reden wir darüber, was ihr braucht, um 5. Edition Dungeons & Dragons zu spielen. D&D ist ein Rollenspiel, no shit Sherlock. Ihr braucht also 2 bis 5 Freunde, Charakterbögen und ein 7-teiliges Würfelset. Und es wird nicht bei einem Set bleiben. Wenn ihr eure Freunde beisammen habt, wählt ihr gemeinsam einen Spielleiter. Der liest sich in ein vorhandenes Abenteuer ein oder erstellt sein ganz eigenes. Und die anderen denken sich so lange einen Charakter, also eine Spielfigur aus, die sie gerne im Abenteuer spielen würden. Dafür braucht ihr dann natürlich die Regelbücher. Keine Sorge, wenn ihr Dungeons & Dragons einfach nur ausprobieren möchtet, könnt ihr das komplett kostenlos. Auf der offiziellen Webseite von Dungeons & Dragons findet ihr die Basic Rules als Download und es gibt eine Reihe an deutschen Fanübersetzungen, wenn ihr die benötigt. Jede der 12 Spielerklassen ist darin vorhanden und die wichtigsten Regeln für Spieler und Spielleiter werden euch einfach und schnell erklärt. Wenn ihr außerdem nicht direkt ein ganzes Würfelset kaufen möchtet, was ihr auf jeden Fall tun solltet, gibt es hunderte kostenlose Würfel-Apps. Sogar Google hat seine ganz eigene Würfelfunktion. Auch der Spielleiter hat nicht unendlich Geld und deswegen, wenn ihr ein kostenloses Abenteuer braucht, empfehle ich vor allen Dingen für Anfänger The Dueling Knights, Fungeon Dungeon oder ähnliche One-Shots, also Einabend-Abenteuer, Link in der Videobeschreibung. Reddit ist eine richtige Goldgrube für so einen Blödsinn. Schaut euch einfach mal um auf r/dnd, r/dmacademy oder r/dndbehindthescreen und viele, viele andere. Wenn euch die Basisregeln dann irgendwann nicht mehr ausreichen, könnt ihr natürlich jederzeit die Bücher kaufen. Und ich kenne euch, ihr fragt euch, Fabius, ist es wirklich notwendig, dass ich über 40 Bücher kaufe? Das klingt nach einer dummen Idee. Wo bleibt denn da das Geld für meine sicken Yeezys? Die Wahrheit ist, die meisten Bücher sind für Einsteiger komplett egal. Es gibt nur 2, die ihr wirklich braucht. Generell jeder Spieler, egal ob Dungeon Master oder einfacher Abenteurer, sollte das Player Handbook besitzen. Das ist das Kernregelwerk, die heilige Bibel von Dungeons & Dragons und ist die ausführliche Variante von den Basic Rules. Darin findet ihr mehr Klassen, mehr Rassen und generell einfach mehr Regeln für alle Situationen. Auch der beste Spielleiter braucht irgendwann mal eine Hilfestellung. Immerhin trägt man die Verantwortung für die gesamte Chaosgruppe seiner Freunde. Dinge werden schief gehen, vertraut mir. Und deswegen ist es am besten, ihr habt eine Ausgabe vom Dungeon Master Guide griffbereit. Der hilft euch spontan kreative Lösungen zu finden und ist voll mit Zufallstabellen zu Begegnungen, Schätzen und ganzen Dungeons. Sollten euch die ersten Gegner aus dem Player Handbook außerdem zu langweilig werden, könnt ihr noch ein drittes Buch kaufen, das Monster Manual, randvoll mit gefährlichen Gegnern, um eure Freunde zu quälen. Alle weiteren Bücher sind Erweiterungen, Abenteuer oder Kampagnen-Settings mit komplett ausgeschriebenen Welten. Wenn ihr also das erste Mal Dungeons & Dragons spielt, fangt lieber kostenlos oder mit diesen beiden Büchern an. Wir machen in den nächsten Wochen noch mehr Videos zu Pen & Paper und zu Dungeons & Dragons. Abonniert uns doch, dann verpasst ihr das nicht. Wir streamen auch bald unsere eigenen Against the Odds Abenteuer auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Unser nächstes Video geht wahrscheinlich über das Player Handbook und was da alles drin steht. Bis dahin!